Hallo, ich bin Tobias und ich möchte dich mit fünf unterschiedlichen Meditationsimpulsen für schwierige Zeiten begleiten. Schön, dass du dabei bist. Diese kleinen Meditationen sind besonders für Krisenzeiten gedacht. Krisen konfrontieren uns mit Herausforderungen, bei denen wir oft das Gefühl haben, dass wir sie kaum oder gar nicht beeinflussen oder kontrollieren können. In Krisen fehlt uns die Möglichkeit, die Dinge selbst zu gestalten und zu verändern. Und wir rennen oft den Herausforderungen einfach nur noch hinterher. Sie überrollen uns förmlich und stellen das Gewohnte auf radikale Weise auf den Kopf. Das kann ein Gefühl der Hilflosigkeit erzeugen. Und es kann Reaktionen wie Wut oder Aggressionen gegen uns und andere erzeugen, aber auch Ängste und Befürchtungen und Sorgen. Und es können beispielsweise auch die Flucht vor den Dingen, die uns fordern, oder die Flucht in den inneren Rückzug entstehen. Die Meditation kann dazu beitragen, mit Ängsten umzugehen. Sie kann beitragen, mehr Klarheit zu finden, was in dir und um dich herum geschieht. Und doch geht es bei all dem darum, nicht gegen etwas ankommen zu müssen, sondern es geht darum, einen heilsamen Abstand von den Dingen zu ergründen. Über die Meditation möchten wir einen eigenen inneren Anker neu entdecken. Und es möchte die innere Freiheit wieder gewinnen. All das, was uns dabei beschäftigt, all die Gedanken und die Gefühle, so etwas wie Ängste, Sorgen und Furcht, all das wird und darf weiterhin einen Raum haben. Und das ist auch wichtig, denn es hat einen Sinn. Doch wenn diese Impulse zu dominant werden, dann verlieren wir die inneren Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Wir verlieren unsere innere Weite und einen großen Teil unserer inneren Freiheit. Und dabei kann die Meditation einen Beitrag leisten, sich wieder zu besinnen und die innere Verbundenheit, den Halt, die Sicherheit und das Vertrauen wieder neu zu entdecken. Für die unterschiedlichen Meditationsimpulse, die nun vor uns liegen, brauchst du dabei nicht viel. Es ist gut, wenn du dir einen ruhigen Rückzugsort suchst, an dem du für 10 bis 15 Minuten Zeit und Raum für dich selbst finden kannst. In allen Meditationen kannst du dich entweder hinlegen oder dir einen bequemen Sitz aussuchen. Das kann auf einer schönen Sitzunterlage sein oder auch auf einem Stuhl. Das ist gar nicht so wichtig. Du musst auch all die Meditationsimpulse nicht der Reihe nach durchgehen. Du kannst dir die Themen aussuchen, die dir im Moment am wichtigsten sind, und alle anderen zu einem späteren Zeitpunkt anhören. Und was kann dieses Format nicht? Meditation ist kein Allheilmittel und es ist schon gar kein Wundermittel. Denn wir können die äußeren Gegebenheiten nicht verändern. Wir können die Herausforderungen und die Krisen nicht wegmeditieren oder wegdenken oder negieren. Und das ist auch gar nicht der Sinn und Zweck dieser Meditationsreihe. Es geht vielmehr darum, dass wir einen eigenen Umgang mit den Herausforderungen und Krisen finden. Die Meditation an sich ist auch niemals eine Akuthilfe. In akuten Krisensituationen bedarf es unbedingt einer professionellen Hilfe und einer Intervention durch Dritte. Und so werden wir mit einem ersten Schritt damit beginnen, unseren Blick nach innen zu lenken und die innere Aufmerksamkeit schulen. Ich freue mich, mit dir daran zu arbeiten und wünsche dir bis dahin alles Liebe.